Servus miteinander. Wir sind wieder ein bisschen weitergekommen. Und zwar hat jetzt der Bunker eine Türe gekriegt. Die haben wir gerade vorher erst fertig gemacht. Eine schöne neue Türe. Ja, die ist noch total triggert, weil es rumgestappt hat. Haben wir jetzt hier rechts drei Scharniere drin. In der Mitte so ein Holzgriff und oben und unten ein Scharnier zum Zumachen, wo man sogar dann mit Vorhängeschloss zusperren kann, damit da einfach auch niemand reinkommt, der da nicht rein soll. So, jetzt ist leider schon ein bisschen Spar da. Hoffe mal, dass ihr genügend seht, dass das Licht hell genug ist. Genau, also hier nicht ganz so gut. Hier ist jetzt dann das Domizil der Häschen. Erste Deko liegt schon. Genau, also eigentlich können die Häschen jetzt demnächst einziehen. Wir haben auch schon welche gefunden auf der Insel, die uns so gefallen dann. Und die werden jetzt dann auch bald einziehen. Wir müssen jetzt nur noch schauen, wo wir Sägemehl und Stroh und so herkriegen fürs Einstreuen. Und dann können die Häschen im Grunde einziehen. So, dann geht es nur hier draußen weiter. Hier ist natürlich auch einiges passiert. Wir haben jetzt hier die ganzen Pfosten fürs Gehege betoniert, für das große Gehege. Hier liegt da schon mal der Zaun. Wir haben jetzt leider keinen 2 Meter hohen Zaun gefunden. Wir wollten ursprünglich eigentlich einen 2 Meter hohen Zaun, aber es war keiner auffindbar. Und jetzt haben wir einen 1,50 Meter hohen Zaun, der wird dann einmal hier außenrum befestigt und dann kommt ja sowieso ein Netz nach oben drüber mit diesem Draht verstärkt und dieses Netz haben wir jetzt einfach ein Stückchen größer gekauft, sodass es dann runterhängt und dann ist es auf jeden Fall auch wieder von allen Seiten geschlossen. Dann habe ich hier noch 2 Löcher gegraben, da fehlen noch 2 Pfosten, die dann das Netz eben hochheben sollen. Und das werde ich jetzt hoffentlich morgen schaffen. Wir haben auch beschlossen, dass wir grundlegend diesen Erdboden so lassen. Aber natürlich braucht man Ausbuddelschutz und deswegen werden wir genau den Zaun auch am Boden entlang verlegen, sodass die Kaninchen sich da nicht rausbuddeln können. Genau, also das ist jetzt insgesamt eine 25 Meter Rolle und das sollte auf jeden Fall reichen. Außenrum brauchen wir ungefähr 10 Meter und dann sind noch 15 Meter übrig für den Boden. Also das muss auf jeden Fall reichen. Genau, dann hier drüben haben wir jetzt auch schon die Querstrebung und alles da. Das ist eine Palette gewesen von Sachen, die wir fürs Haus bestellt haben. Und jetzt habe ich mir eben überlegt, ob ich die Palette nicht gleich hier dann als Türe nehme. Mal schauen. Ich habe es jetzt mal hergestellt, aber heute ist schon zu spät, dass man da weitermachen würde. Dann habe ich hier auch überall schon die Pfosten eingeschlagen. In den Ecken sind die meisten Pfosten auch schon betoniert. Eine Ecke fehlt noch. Die Ecke hier hinten, die braucht auch noch Querstreben, dass sie eben schön fest ist. Aber ansonsten sieht man hier, habe ich überall die Pfosten jetzt schon reingeschlagen. Die sind einfach nur in den Boden reingeschlagen, weil die im Grunde einfach nur den Zaun heben und die Eckpfosten, die betonieren wir eben immer ein. Hier hinten der Eckpfosten, der fehlt noch. Den haben wir noch nicht einbetoniert. Da war letztes Mal wieder der Beton zu Ende und jetzt haben wir wieder neuen und ich hoffe, dass ich es dann morgen schaffen werde, den auch mit einzubetonieren. Ich muss mal gucken, weil bei uns die Pfosten jetzt recht knapp werden, ob ich hier Eckstreben reinmache oder ob ich den Pfosten Richtung der Steinmauer einfach befestige, sodass er dann so einen Gegenzug hat und nicht gleich umgebogen wird, wenn er auf Spannung ist. Hier ist zwar eine wunderschöne Steinmauer, aber die wunderschöne Steinmauer hat auch zwischendurch so ein paar Einschläge, wo sie abgestürzt ist. Ich habe versucht, es wieder aufzubauen. Keine Chance, wenn man da zu viel vom Boden wegnimmt, zumal der eine Stein hier viel zu groß ist. Also wenn man da hier meine Hand dagegen, der ist viel zu groß, dass ich den heben könnte. Deswegen kann man das nicht wirklich wieder gescheit aufbauen.
Und ich habe beschlossen, unten habe ich jetzt so weit zurückgeschlichtet, wie es ging, dass der jetzt, Platz so groß wie möglich ist. Aber wir legen da den Zaun jetzt einfach außen rum. Ursprünglich hatte ich gehofft und gedacht, dass ich mir hier Zaun sparen könnte, sodass wir einfach die Steinmauer nehmen, so wie hier auch. Aber ja, wie gesagt, da drüben ist schon der nächste Haufen, der abgestürzt ist. Einmal bin ich mir da nicht so sicher, wie lang die Mauer an sich so hält. Und das zweite ist, mit diesen ganzen Schlitzen bin ich mir unsicher, ob dann die Kaninchenjungen sich dann nicht da irgendwo in so einen Schlitz verkriechen. Und das will ich auf keinen Fall. Deswegen werden wir hier auch auf jeden Fall über einen Zaun ziehen. Genau, hier fehlen jetzt noch zwei Pfosten. Deswegen sage ich ja, unsere Pfosten sind sehr knapp geworden. Da muss ich jetzt nur schauen. Wir haben zwar noch drei Pfosten da liegen, aber wie gesagt, wir brauchen ja hinten in der Ecke noch so Eckstreben. Und ich bin eben auch am Überlegen, ob ich hier jetzt noch so hierher auch nochmal eine Eckstrebe mache oder nicht. Ich weiß noch nicht. Da bin ich mir einfach noch unsicher. Genau, das ist der aktuelle Stand. Ich hoffe mal, dass Ende der Woche die Hasis einziehen können. Die können dann zwar erst noch nicht direkt aufs grüne Fläche, aber das denke ich wird dann auch ziemlich bald soweit sein. Und hier könnt ihr jetzt noch mal ein bisschen Kaninchenbabys beobachten. Dann bis zum nächsten Mal. Servus!